Und schön, dass ihr da seid, hier am HIT und auch beim Livestream auf Facebook bei HIT.de, bei Alex TV und bei der Kooperative Berlin. Herzlich willkommen. Ja, das Thema Essen auf Rädern finde ich persönlich so schön, weil ich glaube, wir können hier alle mitreden. Beispielsweise bestellt ihr unsere Getränke auch schon bei Durstexpress oder sind 1 Euro Trinkgeld eigentlich okay für jemanden, der Einkäufe von Rewe im Wert von 90 Euro bis in den 5. Stock zu mir hochsetzt? 1 Euro okay? Oder stellt ihr auch eure Essenskörbe schon bei Foodsharing ein? Also, wenn das Auge mal wieder größer war als der Magen, um Verschwendung vorzubeugen, gibt es da beispielsweise Foodsharing. Und ja, diese Fragen werden wir heute begegnen. Und ich beschäftige mich hier am HIT mit dem Thema digitale Geschäftsmodelle. In diesem Bereich sind in den letzten Jahren sehr, sehr viele plattformbasierte Geschäftsmodelle entstanden, die sich mit dem Thema Ernährung und Essen beschäftigen. Und einige davon haben wir ja auch heute in der Runde. Und im Zusammenhang mit meiner Arbeit habe ich in den letzten Wochen sehr viele Interviews geführt mit Logistikunternehmen und deren größten Pain-Points sind die verstopften Innenstädte. Man ahnt es schon. Und ich stelle mir auch die Frage, wie wir dieses Problem der verstopften Innenstädte lösen, wenn gleichzeitig mein Lieblingsessen, weil es auch noch so weit weg, nur einen Klick weit entfernt zu bestellen ist. Und daher können wir, glaube ich, schon sagen, Essen ist irgendwie politisch. Essen kann politisch sein, wenn beispielsweise man seine Lieferdienste danach ausdrückt, ob sie Fahrradprodukte einsetzen. Oder ja, wenn man älter denkt und sich überlegt, was bedeutet überhaupt heutzutage Ernährung und Konsum. Und insofern würde ich sehr, sehr gerne diesen Slogan, diesen Satz Essen und politisch mit in die Runde heute geben. Und bedanke mich, bevor ich übergebe, nochmal ganz, ganz herzlich bei der Kooperative Berlin, die mit uns den digitalen Salon Monat für Monat auf die Beine stellen. Und ja, begrüßt mit mir, mit einem warmen Applaus, Katja Weber und ihr Gäste. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des digitalen Salons. Wir sind heute so wenige, wir können überlegen, ob wir eine Liste rumgehen lassen, noch eine Pizza bestellen will danach. Das würden wir auf jeden Fall hinkriegen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Katja Weber. Ich habe das Vergnügen, hier den digitalen Salon zu moderieren. Und ich hoffe, ihr seid nicht hungrig hergekommen, weil wie gehört, es geht jetzt 1 Stunde lang ums Essen. Und ich habe richtig gesagt, damit kennen sich natürlich alle aus. Beziehungsweise es geht um die Frage, wie kommt das Essen zu uns oder wie kommen wir zum Essen? Vorher aber der Hinweis, wir haben wie immer 3 Gäste hier vorne und einen Stuhl für euch. Also wenn wir uns beeilen, kommt heute jede von euch einmal dran. Ihr könnt gerne die Fragen, die ihr mitgebracht habt, die Aspekte, die ihr vertiefen wollt, mit nach vorne bringen und da formulieren. Und wenn ihr findet, die oder der sitzt aber jetzt irgendwie schon eine ganze Weile da, ich könnte man auch mal, dann reicht ein kleiner Tipp, also Fischbowl-Prinzip und dann gut dran, dann seid ihr dran, die nächste der nächste. Wer nicht hier sein kann und im Livestream sieht und gerne was loswerden möchte, wie immer, gucken die Kolleginnen und Kollegen auf Twitter unter Hashtag XI, was kommt denn da so rein? Und je mehr von euch eben auf dem Netz oder hier im Raum hier vorne stattfindet, umso besser. Jetzt würde ich aber gerne, du hattest das ja schon so ein bisschen anmoderiert, mal horchen, wer von euch hat denn in den letzten 3 Monaten irgendetwas aus der großen Welt der Lebensmittel bestellt? Und damit meine ich jetzt völlig ununterschieden. Du hattest Durstexpress angesprochen oder den Rewe-Lieferdienst oder bei Amazon oder über eine App oder über Lieferando oder die Gemüsekiste von den Biobauern eures Vertrauens oder Kochhaus und Konsorten. Und was ist denn, oder einfach jetzt erstmal, wer von euch hat in den vergangenen 3 Monaten in irgendeinem freundlichen, hoffentlich Mitmenschen die Türe geöffnet und der hat was zu essen? So, ein bisschen höher die Hände bitte. Okay. Ich sag mal, die knappe
Achso, ich muss aber. Die knappe Hälfte. Jetzt würde ich gerne nochmal aufdröseln nach App. Also, wer hat über eine App, Lieferando klassischerweise, was bestellt oder Too Good To Go, werden wir gleich noch kennenlernen. Also, wer hat über eine App bestellt? Okay. Sie zählt nicht wirklich aus. Ich will nur mal, dass wir alle so ein Gefühl kriegen, wo wir so unterwegs sind. Wer war so bei den Lückengängern unterwegs? Rewe, Amazon, so diese Lieferdienste. Ein bisschen weniger, würde ich sagen. Dann die gute grüne Kiste aus Brandenburg mit den glatt verkrusteten Kartoffeln. Hat die jemand bringen lassen? Oder den Kohl im Winter auch sehr beliebt? Nee, da seid ihr nicht dabei. Dann direkt beim Produzenten oder beim Erzeuger vielleicht bestellt. Es gibt diverse Bäckereien, Winzer, natürlich klassischerweise Käsetypen und so. Okay, das sind wir beide. Okay, also das mal so als Einblick. Wieder mal über den Daumen. Jede von uns hat in den vergangenen 3 Monaten oder sehr viele von uns hat in den vergangenen 3 Monaten was damit zu tun gehabt. So, jetzt aber zu den Gästen. Also erstmal. Also einer von euch, bitte dort auf diesen leeren Stuhl. Dann wurde euch angekündigt, Stefano Lombardo, der ist aber nicht da und stattdessen angesprungen ist Johnny Spielmark. Tatsächlich sind Stefano und Johnny und noch eine dritte Person Teil eines Kollektivs, das aus teilweise, ich sag mal, vielleicht stimmt's nicht, kannst du nicht mehr korrigieren, frustrierten Ex-Deliveroo-Fahrern hervorgegangen ist. Die dachten, kann man besser und anders machen im Sinne von fair und kollektiv, wie das beim Kollektiv so ist. Der eine kann nicht, der andere springt an. Deswegen ist Johnny heute da und ich muss mal gucken, ob meine Fragen so plus minus auch zu dir passen. Herzlich willkommen. Und ich würde dich gerne mal fragen, was bedeutet denn Kulimax? Also bei Deliveroo und Foodora und so hat jeder gleich so vage Profil, was Sie einem damit sagen wollten, was wir in der Kulima 2 sagen oder Kulima 2. Das fand ich so wärmen. Der Name wurde übernommen von Stefano ganz am Anfang der Rede aus dem Roman der Kulima Kohl. Der heißt Born After Reading. Und da gibt es eine Figur, die ist eine Infektion einer Botschaft und dieser Charakter heißt Kulima 2. Also das ist jemand, der mit einer doppelten Agenda unterwegs ist, oder was? Ist das richtig verstanden? Ja, ein bisschen. Okay, alles klar. Oder mindestens in einem Gebiet, was anders nicht irgendwie wirklich zu passt. Und da das Spion, Agent, sowas? Könnte man das so übersetzen? Bisschen, mindestens in der Geschichte. Okay, alles klar. Wie weit das dann auf uns zutrifft, ist immer noch. Versuchen wir es zu klären. Franziska Lienert ist da, die arbeitet in der Öffentlichkeitsarbeit von Too Good To Go. Das ist ein dänisches Unternehmen, der Herkunft nach, das Lebensmittelverstellung per App begrenzen möchte. Ich habe mich heute auch angemeldet und mal geguckt, was gibt es denn in meinem Umfeld an noch guten, brauchbaren Lebensmitteln und Speisen, zum Beispiel kurz vor Lärmfrist bei mir in den Bäckereien rundherum oder in irgendwelchen Restaurants und Lokalen. Die Sachen werden nicht geliefert, insofern doch anders als das, was wir bisher so eingetippt haben, sondern diese Sachen werden vom Kunden abgeholt. Also ich kann schon morgens bei meinem Bäcker sagen, ich hole mir irgendwie um 6:45 eine Überraschungstüte bei dir ab und guck mal, was drin ist. Ist auf jeden Fall billiger, als wenn ich es tagsüber kaufen würde. Was hast du dir denn zuletzt über eure App gekauft und was hat es gekostet? Also das letzte, was ich über unsere App gegessen habe, wurde tatsächlich von meinen Kollegen und Kolleginnen geholt, wir machen einmal im Monat so ein Retterdinner, wo wir wirklich alle zusammenkommen im Team und alles in der Umgebung einmal abgrasen. Und das ist also das Video per App sozusagen. Ja, geschnippelt wird dann nicht mehr, der wird hauptsächlich gegessen. Aber es ist doch immer sehr eindrücklich, wenn man dann sieht, so eine komplette Tafel voll, wir sind gerade im Berliner Office zumindest 35, 40 Leute. Eine komplette Tafel voll mit Essen, das normalerweise eigentlich entsorgt worden wäre. Und das ist so das mein letzter Eindruck in meiner letzten Zeit. Aber das war dann eine bunte Mischung. Das war eine bunte Mischung, das war Mommes und ein paar Brötchen. Von Curry über Wrap, über irgendwelche Säfte, über Backwarenbrötchen und so weiter, ist da wirklich alles dabei, Pasta. Also alles, was man normalerweise auch kaufen könnte, wird tatsächlich, leider Gottes, am Ende des Tages bei allen entsorgt und genau, da können wir uns bei uns natürlich eine ganz breite Aussuchung in der App. Mhm.
Und Max Kochen ist da, der hat Betriebswirtschaft studiert, obwohl der Nachname doch eine eingehende Beschäftigung mit Speisen so sehr nahegelegt hat. Dann ist er aber doch in der Gastronomie gelandet und hat zusammen mit einem Koch einen Hut eröffnet. Da gibt es nach Baukastenprinzip drei Schalen, Suppen, Salate mit Schwerpunkt, wie ich verstanden habe, auf dem Mittagstisch. Also die lokale Fließen so gegen 8 und ich denke mal so mittags 12, 1 Uhr ist da tatsächlich kein Nun. Inzwischen gibt es drei Läden in Mitte, einer nicht weit von uns hier, zwei sind in Hamburg. Und nach allem, was ich so über Zehkern euch gelesen habe, ist Systemgastronomie für dich kein Stimmwort, oder? Als wir die zunächst gegründet haben, ging es eigentlich von vornherein darum, ein modernes, angenehmes System, also das Menükonzept zu entwickeln, das eben schnell und einfach gutes und gesundes Essen ermöglicht und gerade als Betriebswirtschaft und Sozialarbeiter eigentlich bereit zu schauen, wie kriegt man sowas an den Flächendecken skaliert, wie schafft man es, eine tolle Marke aufzubauen. Wie schafft man es von der Wertschöpfungskette so zu schaffen, dass es auch vielleicht nicht nur ein einmaliges Ding in Mitte ist, sondern vielleicht auch deutschlandweit als Konzept auch ist? Ich frage das mit der Systemgastronomie so, weil das für mich tatsächlich immer so wahnsinnig abschreckend klingt. Ich denke dann halt an Vapiano und McDonalds und so und wirklich nicht, wo ich hingehen will. Ja, also ich verstehe das absolut nicht, weil eine der Länder. Die Kollegen freuen sich im Loch im Bauch, wenn du das. Ich denke, das war zum Beispiel ein Grund, warum ich kam in der Gastronomie da so Lust drauf hatte, da ich kam also schon lange in London gelebt und da als Systemgastronomie tatsächlich finde ich das viel attraktiver, sowohl für den Kunden, als Ketten wie Pratt oder Leon, werden dann auch ganz in ganz anderen Sicht gesehen, der Kunden, also auch als von der Business-Seite ja sehr erfolgreiche Organisation und das hat immer so ein bisschen in Deutschland gefehlt, wobei ich wahrscheinlich grundsätzlich dafür die Wand brechen würde, dass Gastronomie in Deutschland natürlich viel schwieriger hat als in den angelsächsischen oder vielleicht auch asiatischen Märkten. Das vielleicht nicht mehr hin, aber das wollte uns nachdenken und wir wollten es halt einfach wieder wechseln machen ins Thema. Tatsächlich ist ja euer Making auch ganz interessant. Es gab, glaube ich, ein Lokal. Aber dann Schritt 2, der aber mir doch so mehr die Keimzelle eures Konzeptes wirklich zu sein scheint, war so ein Geisterrestaurant, also ein Lokal ohne Mobiliar, ein Lokal, das im Grunde eine Küche war und das versucht hat, über den Vertrieb zu funktionieren, nämlich genau über Lieferdienste, Delivery Only. Ist das so richtig rum erzählt? Also, dass ihr sozusagen im Nachgang der Etablierung von Lieferdiensten euch Nein, also wir haben den ersten Laden aufgemacht von etwa Ende 2016, Anfang 2017, als damals auf dem Hochzeit von Fedora in Deutschland war und sind da relativ schnell ziemlich erfolgreich auf der Plattform gewesen. Wir waren zur Hochzeit das meistbestellte Restaurant bei Fedora mit über 1000 Bestellungen im Monat und haben einfach gemerkt, es funktioniert so und das Konzept extrem gut. Was zum einen daran liegt, dass unsere Produktionsprozesse anders als ein bestehendes Restaurant und darauf ausgelegt waren, schnell eine große Anzahl an Speisen zu guter Qualität rauszubekommen. Und vor allem setzen wir natürlich dafür, dass wir mit Salaten, Bowls, natürlich ein Produkt hatten, was auch über eine Lieferdauer eben extrem gute Qualität hält. Und das Thema Ghost Restaurant haben wir dann damals mit Fedora zusammen in Kreuzberg getestet, weil unsere Vermutung war, dass also Wachstumskanal im Ghost-Restaurant den Vorteil hat, dass man einfacher die Flächen findet und deutlich profitablere Ökonomik hat, also geringere Investitionskosten. Beides war so ein bisschen, wir haben es dann ein paar Monate gemacht, dann haben es dann eingestellt, weil unser Key Takeaway war im Endeffekt, das ist jetzt die Investitionskosten und die Flächen ist nicht deutlich einfacher waren als beim Restaurant. Flächen, dass man sucht im Endeffekt ja Gastronomie, taugliche Flächen, die nicht als Gastronomie taugen. Davon gibt es jetzt auch nicht so viele, weil bei Definition das natürlich unlogisch ist. Und das Teure an so einem Restaurant sind natürlich, dass wir diese TGA-Planungen im Anschluss so Wasseranschlüsse, Elektro, Küche etc. Und dann sozusagen, jetzt mal salopp gesagt, ein paar Stühle dahin zu stellen, ist dann im Endeffekt einfach
macht man Sinn, sodass wir gesagt haben, in der Skalierung nennen wir das Ganze mit dem Omnichannel-Konzept. Also du hast sozusagen ein Restaurant, über das du eben auch lieferst, über das du auch probierst, dein B2B-Geschäft mit abzuwickeln und dadurch hast du eben die richtige Fläche profitabel. Wie verkauft ihr am häufigsten eure Speisen? Indem ich in der Mittagspause da aufkreuze und mir was aussuche oder indem ich noch in meinem Büro, an meinem Schreibtisch sage, das bitte mit Spiegelei und ich komme um 1 Uhr und dann sollst du dich fertig sein. Ja, also das werden wir im Fall schon die drei Kanäle genannt. Also Option 1, das Kunde kommt schon zu Laden, bekommt die Mitnahme oder ist das drin. Option 2 ist, der geht auf unseren eigenen Online-Kanal, bestellt sich vor, passt sich an und kommt. Und Kanal 3 ist, der bestellt sich über Lieferando. Tun es dann natürlich fair, sich mit Zahlen zu nennen, aber das Restaurant ist vom Umsatz her immer noch auf 1. Danach kommt der eigene Online-Kanal, die Pre-Order-Kunden, die es abholen und danach kommt Lieferando. Jetzt muss man dazu sagen, dass seit dem Weggang von Delivery und Foodora natürlich schon der Markt in sich zusammengefallen ist, was den Umsatz auch angeht. Es kommt gerade wieder, wie wir es zumindest beobachten. Und damals war es schon in Teilen zu Hochzeiten eher Richtung 50-50. Dann reden wir über Too Good To Go, ein ganz anderes Prinzip, Franziska. Es wird nicht für mich gekocht, dass ich haben will, mit oder ohne Spiegelei oder so, sondern ich hole mir ab, was schon fertig ist und was noch übrig ist in den unterschiedlichsten Läden. Was kostet das denn für mich, dieser Service, und was kostet das dem Anbieter, dem Verkäufer? Also das ist schon gerade sehr passend beschrieben. Im Endeffekt geht es darum, dass man wirklich in den Läden, in der eigenen Umgebung angezeigt bekommt, was noch übrig ist vom Tag, was nicht verkauft werden konnte. Obwohl ich das auch nicht Grunde vor Alter, weil mir heute früh gesagt wurde, der Bäcker bei mir in der Straße wird heute Abend 4 Überraschungstüten übrig haben, wo ich dachte, was kann ich aber nicht wissen? Vielleicht ja, also vielleicht ab. Gute Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir mit jedem Laden besprechen, wie viel habt ihr denn standardmäßig übrig? Dann wird eine Standardanzahl eingestellt pro Profil und dann können die, wenn sie im Laufe des Tages mehr verkaufen, das auch nach unten korrigieren oder wenn man wirklich mehr geblieben ist, dann auch nach oben korrigieren, sodass das dann wirklich genau zu der Portionsmenge angeboten wird. Aber grundsätzlich also kann man das eben einsehen, was in der eigenen Umgebung angeboten wird und dann kostet das in der Regel halb so viel, aber eigentlich ein Drittel so viel, wie der Originalpreis. Und man bekommt dann natürlich nicht die Portion, die man sich so zusammenstellen würde, wie bei einem anderen Lieferdienst, sondern es gibt also, es gibt keinen Lieferdienst, aber man bekommt diese Sachen als Überraschungsportion, weil es wirklich um die Ware geht, die am Ende des Tages übrig ist. Das heißt, man sieht in der App, was ungefähr bei einem Laden angeboten wird, sprich, wenn es jetzt ein Café ist, dann steht da drin, es gibt hier Bagels, Croissants, Kuchen und Kokosalat und man weiß dann, dass man aus diesem Konsortium etwas bekommen kann und lässt sich dann überraschen. Entsprechend ist das natürlich auch ansprechender, wenn der Preis ein bisschen niedriger ist und man das dann irgendwo auch abholt, kurz beeinflusst. Was habe ich denn davon als Bäckerin oder als Köchin, als Restaurantbesitzerin? Man hat einiges davon. Der Hauptvorteil ist natürlich, dass man nicht sein gutes Essen, das man mit viel Liebe und finanziellen Aufwand irgendwie zubereitet hat, dass man das am Ende des Tages entsorgen muss. Und das ist natürlich der Hauptfaktor. Zum anderen ist es natürlich auch so, dass die Kunden über die App auch neue Läden kennenlernen. Das freut mich natürlich auch für die Läden, wenn man dann mitgeteilt bekommt, dass dann eben doch neue Stammkunden irgendwie über die App gekommen sind. Aber hauptsächlich geht es um diese Wertschöpfung für das Lebensmittel, das dort hergestellt wird. Und natürlich ist es auch so, dass man, wenn man liefern im Laden ist, der sich für Nachhaltigkeit einsetzen möchte und die Lebensmittelverschwendung, dass man das dann auch öffentlich zeigen kann. Nun, ist es einerseits euer Ansinnen, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Ich kann mir vorstellen, dass das auch gelingt. Denkt aber wieder an die Bäckereien meiner Straße und an einen alten, kranken und wie ich vermute auch sehr armen Mann, der da so gerne hoch und runter pilgert und guckt, wo er das bekommt. Jetzt kann ich mir als Bäckerin überlegen, okay, ich gebe die Tüte aus für den Typen, der kommt wahrscheinlich heute Abend wieder, weil das dann auch da. Ich kann mir aber auch überlegen, okay, ich hatte genau den von dir beschriebenen Aufwand, ich könnte daraus noch Geld machen und vielleicht einen neuen, so ein bisschen profitableren Kundenkontakt etablieren. Macht ihr da dann nicht genau diesen Segment von Kunden, nämlich ohne Geld, Konkurrenz oder eben vielleicht auf den Zweifel?
Nee, tatsächlich nicht. Also bei uns geht es wirklich um die Sachen, die am Ende des Tages nicht mehr von zum Beispiel der Tafel oder anderen karitativen Einrichtungen abgeholt werden kann oder gespendet werden kann. Sprich, wir haben einzelne Portionen, die zum Beispiel von den Tafeln logistisch abgeholt werden können. Wenn wir zwei Portionen bei der Tafel haben, dafür kann leider niemand irgendwie wirklich Personal stellen. Und zum anderen geht es ganz auch viel um zubereitete Speisen, sprich in einem Restaurant, wenn jetzt ein Beitöpfchen nochmal von einem Brötchen oder so. Solche Sachen gehen natürlich ganz viel über die App. Und grundsätzlich bin ich natürlich sehr, sehr froh, dass es für jede, jeden Geldzustand sozusagen von der Einrichtung gibt, die sich mit irgendeinem Konzept um etwas kümmert. Wir haben in diesem Segment abgedeckt, wo die Leute für Lebensmittelrettung einsetzen möchten und ein bisschen was sparen möchten, vielleicht dabei, aber eben hauptsächlich genau da noch die Lebensmittel am Ende des Tages retten können und wirklich gezielt können wir das in den ganzen Kunden in die einzelnen Länder schicken. Mhm. Aber die, der einzelne Petriesel bei mir aus der Straße, der guckt eventuell in die Gruppe. Ich nehme an, der könnte zu den Tafeln gehen und sich da was holen. Das wäre dann wahrscheinlich, dass da ein bisschen Tafel wäre. Aber grundsätzlich ist natürlich so, in jedem Laden ist es selbst überlassen, was er mit seinem Essen noch macht. Wir haben viele Bäcker, die bereits ihre Ware an eines Tages für einen günstigeren Preis anbieten. Und das Einzige, was wir machen, ist, dass wir das wirklich systematisch bekannt machen, dass es in vielen Läden, in den meisten Läden noch an eines Tages überproduziertes Essen gibt. Jetzt war ja tatsächlich Stefano versprochen und Johnny ist gekommen. Ich versuche aber trotzdem mal mit einer Frage, die ich eigentlich für Stefano vorbereitet hatte. Jetzt haben wir hier sozusagen den Gastronom, wir haben die Lebensmittelvermittlerin, wenn ich das so bezeichnen kann. Und du bist der Lieferant oder der Auslieferant. Über Stefano weiß ich, dass der 5 Jahre für Deliveroo gefahren ist, obwohl ja die Zeitung und alles voll war von den Berichten über die miesen Arbeitsbedingungen dort. Weißt du, was dann deinen Kollegen so lange da gehalten hat, was auch aktiv dann doch offenbar waren, wie sind Arbeitgeber? Ja, also bei Glimmer ist schon was ich auch dann feststellen musste, weil ich mit diesem Sinne irgendwas am Hut hatte. Ich darf zu unterscheiden nach dem Ort, nach dem Ort. Also in Deutschland zum Beispiel ist es so ganz anders als in Großbritannien. In Großbritannien sind die. Presseberichte über die deutschen Arbeitnehmer. Ganz auch. Aber die Bedingungen, die sie wirklich sehen, sind nochmal wirklich anders. Und so, das mindestens das, was Stefano mir erzählt hat, ist, dass die negativen Berichte, die in Deutschland sind oder auch in Berlin, was die Dinge betrifft, meistens eher um einzelne Personen gehen, die irgendwie mit ihren Fällen unzufrieden waren. Und er hat gesagt, dass er da immer sehr glücklich war. Mhm. Und deshalb auch einer der wenigen war, der vom Anfang als Delivery, der von Anfang an bis zum Ende, wo sie wirklich zugemacht haben in Deutschland und aus dem Desmarkt zugefunden haben, da gerne gefallen ist. Okay, du sagst, er war dann ganz happy, aber trotzdem sagt der Kollege 2, wir machen es ganz anders, wie du denn dann das? Weil er gemeint hat, dass wir ein Konzept, was so funktioniert hat, oder wenn es für ihn als Fahrer funktioniert hat. Und er hat sich aber gedacht und eben andere auch. Und wir starten was anderes und probieren es auf eine andere Art, die eben ein wichtiges Element im Vordergrund stellt, nämlich dass wir alle zusammen entscheiden können, dass wir nicht nur die Aufträge vorgelegt bekommen und jeder macht sein Ding, sondern dass wir zusammenarbeiten. Mhm. Und wie sieht das dann konkret aus? Also ihr versteht euch als Kollektiv und ich will nicht stören. Und dann? Dann ist das Team bei uns bestellt. Okay, aber habe ich verlässlicherweise, also steht einer, ihr seid ja derzeit nur 3 Fahrer, steht einer bereit, der mir das dann auch bringt, weil kann ja sein, ihr habt andere Jobs, andere Verpflichtungen und gerade ist einfach niemand in der Nähe des Ladens oder in der Nähe meiner Adresse. Also solange wir sagen, dass wir verfügbar sind, ist das so. Okay, kann aber auch sein, dass ich in den Kanal reinrufe und bekomme gesagt, sorry, hat niemand verfügbar. Ja, es kann auch sein, dass wir gesagt, auf einmal alle verfügbar haben wollen und wir bei uns alle glücklich stehen können und dann würden wir sagen, geht gerade nicht in einer Stunde wieder. Wobei, dass er jetzt alles quasi noch graue Theorie und Absichtserklärung ist, weil de facto steht auf eurer Seite gerade Winterpause. Also sprich, ich krieg jetzt nicht heute und nicht morgen von alten Cheeseburger gebracht. Was ist der Hintergrund, dass das funktioniert? Nicht heute, nicht morgen, aber geplant übermorgen. Ah, okay. Das haben wir als
nächste Startzeit und festgelegt. Was darauf zurückkommt, also wir haben direkt sozusagen am Tag als Bedingungsperson mit angefangen. Ich war da noch nicht dabei, da war vor allem Stefan dabei und noch ein paar andere. Mhm. Und da der Aufwand dann zu groß wurde und das Konzept da war, wirklich Delivery eigentlich größtenteils zu ersetzen, also die gleichen Zeiten anzubieten, rund um die Herstatt zu sein und auch ziemlich große Lieferradien anzubieten, haben wir dann natürlich gesehen, das funktioniert nicht mit so wenig Leuten und ohne Software. Wir haben alles, die können wir über Messenger uns geschrieben, was wir haben wollten. Wir haben den PDF-Liste geschickt und die kam von unserer Website und haben ihnen dann alles manuell ihre Lieferung vorbereitet dann und dann abgeholt und auch die Aufträge so vergeben über Apps oder über andere. Und jetzt sind wir vor allem dabei einzurichten, dass für uns eine Software funktioniert, die von uns vor allem aus Frankreich oder internationalen Vereinen oder da ist angefangen, Co-op-Seite, die eine Software anbieten, die im genau so kollektiviert das ist. Das heißt, ihr habt euch im Grunde verhoben und gedacht, ihr macht mit drei Leuten das, was vorher in diesem Laden mit einer großen Plattform, einem Haufen Software, Entwickler und jeder Menge Kapital im Rücken gemacht hat. Habt ihr gedacht, wir versuchen den Service genauso breit anzubieten und habt gemerkt, nee, das müssen wir nochmal ganz von vorne anfangen und überlegen und planen? Also, es waren mehr als drei Leute zu dem Zeitpunkt und dabei auch der Aufwand dann praktisch los. Und jetzt haben wir gemeint, dass wir beschränken, einfach mal den Radius und auch die Zeitung. Und ich glaube, wir haben jetzt gesagt, okay, wir fangen mit Fahrzeug an. Und wenn auch ein Stück als Fahrzeug rausgeht für die Kunden, also für die Lieferung dann, aber das eben als Fahrzeug nicht. Und die Zeiten auch stark reduziert, wenn wir gesagt haben, wir machen Freitag bis Sonntag abends. Das kommt, wenn das kein Geschäft wird, und unter der Woche bieten wir Catering an mit Vorbestellung. Das heißt, Catering heißt eher ich und meine Bürogemeinschaft bestelle heute schon für Freitag um 12:30 irgendwie was für euch. Genau, also es muss nicht heute für Freitag sein, darf auch gerne heute für morgen sein, aber oder zwei Stunden vorher. Aber der Aufwand, den wir an Aufträgen verteilen und irgendwie den logistischen Aufwand, der wird natürlich stark reduziert, wenn wir und nicht alles mit 20 oder 14 Minuten haben. Ja, okay. Vielleicht gibt es ja von euch Fragen oder jemanden, der oder die hier vorne festnehmen möchte. Also haltet euch nicht zurück, sondern springt auch auf den fahrenden Zug. Wir können dann auch sofort fallen lassen, wo wir gerade dran sind und eure Fragen bearbeiten. Also fühlt euch dauerhaft eingeladen. Max, was wäre denn jetzt, wenn Colima 2 bei euch die Reds holt? Ist das okay oder habt ihr einen exklusiven Vertrag mit Lieferhandel zum Beispiel? Nein, definitiv nicht. Wir haben auch schon Zeiten von Fedora und Delivery mit mehreren Anbietern gearbeitet. Das interessiert sich aus unserer Sicht mehr, einfach weil es schon Kunden gibt, die den einen oder anderen Service präferieren. Und Colima 2 kann ich mir natürlich vorstellen, dass es Kunden gibt, die sich unbedingt Lieferando nutzen oder vielleicht den Service danach. Macht das Restaurant schon Sinn, auf mehreren Plattformen zu sein? Auch wenn man dadurch vielleicht jetzt etwas attraktivere Konditionen, die man vielleicht als Exklusiv-Provider hat, vermissen lässt. Also, wir arbeiten mit jedem zusammen. Jetzt würde ich natürlich von euch allen drei gerne wissen, wer eure prototypischen Kunden sind. Vielleicht fängst du einfach an, wer kommt zu euch oder wer bestellt euch? Ja, also ich würde wahrscheinlich sagen, wenn ich hier rumgucke in dem Saal, da sind wir schon echt, glaube ich, ziemlich nah dran. Ne? Also, vielleicht gehe ich da falsch, aber wir reden immer von jungen, modernen Großstädtern, die, sag ich mal, sehr global, international geprägt sind, sehr natürlich tech-affin sind, auf Ernährung achten und auch wirklich schauen, das in gewisser Weise auch als Lifestyle-Produkt sehen. Instagram-Kanal ist fett, also sprich, die Bowl muss auch gut aussehen, wenn ich von oben ein Bild mache. Ja, natürlich. Jede Bowl muss gut aus, wenn ich von oben ein Bild mache. Nein, klar, das gehört natürlich auch dazu heutzutage, aber ich denke, wie gesagt,
so in dem der Großstadt, wo wir momentan sind, da fühlen wir uns schon wohl, wo es dann nachher in das Familie noch hingehen kann, wie dann David. Es gibt sich auch mittlerweile sehr wohl in Städten unter 100.000 Einwohner, das kann passieren, aber da sind wir natürlich nicht mehr. Okay, ja, also um nochmal zu sagen, die drei Läden, die ihr in Berlin habt, sind alle sozusagen in G3-Richtungen hier in Mitte los und du wirst auf einen stoßen. Also sie sind schon da, wo mittags Remy Demi ist und Leute aus den Lokalen oder aus den Büroflächen kommen und einfach was essen wollen. Wie ist das bei euch, Franziska? Wer kommt zu euch? Sind das Menschen im Hartz-IV-Bezug, Studierende vielleicht, oder sind das auch hier potenziell Kunden von euch? Also grundsätzlich ist bei uns so, dass wir keine konkrete Zielgruppe haben, sondern wir können sagen, wer unsere NutzerInnen sind. Das sind wirklich durch die Bank weg, durch die komplette Gesellschaft, alle Menschen, die ein Handy haben, auf dem sie eine App benutzen können, sind unsere NutzerInnen. Und genau, unsere, sagen wir mal, die meisten, die das benutzen, sind junge Berufstätige und nicht gefolgt von Schulen. Muss ich eigentlich, habe ich mich heute gefragt, als ich geguckt habe, was es gibt, ein schlechtes Gewissen haben, also als Schnäppchenjägerin, also ich habe einen Job, ich habe ein vernünftiges Auskommen, ich könnte mir das trotzdem auch zu dem Wert leisten, dass es halt bevor es abends in die Überraschungstüte kommt, muss ich ein schlechtes Gewissen haben, da sozusagen jemanden, der das vielleicht nötiger brauchen könnte, das Zeug von der Nase wegzuschmeißen. Also wie gesagt, bei uns geht es darum, dass Lebensmittelverschwendung ein riesiges Umweltproblem ist. Es ist unser primärer Ansatz, dass wir Lebensmittelverschwendung reduzieren. Und da muss keiner schlechtes Gewissen haben, der da oder die dabei mithilft, die Lebensmittel zu retten. Wie gesagt, es gibt dieses Problem, also ein Drittel aller produzierten Lebensmittel werden verschwendet. Und entsprechend kann das nicht eine Organisation alleine stellen und es muss viele Konzepte geben, die sich auf ihre eigene Weise umsetzen und da ist für jede Frau und jeden Mann das dabei, egal aus welchem Zeitsegment und danach oder zum Beispiel bei euch aus. Dann würde mich das natürlich auch für euch interessieren. Ihr habt ja schon tatsächlich praktische Erfahrungen gesammelt, auch wenn ihr euch dann nochmal zurückgezogen habt und festgestellt habt, wer ruft bei euch an und dann bringt mir mal bitte dies und das vor. Also, und was so, dass wir feststellen, dass wir sind vor allem Kunden, die Wert darauf legen, dass die Arbeitsbedingungen besser sind als bei Lieferando oder bei anderen großen Anbietern, die ein Interesse daran haben, dass es nicht nur auf die Monopole geht, sondern eben auch kleine Kollektive existieren kann. Und die eben mit dem Service zum Beispiel Lieferando bietet, nicht zu tun hat. Was hätte ich denn dazu zu meckern? Zuverlässigkeit. Ja, ist das so? Und da würdet ihr sagen, was du bei mir bestellst, kommt an, bevor es fleißig ist und ist auch noch warm. Ja? Ja, also ja. Könnt ihr, also ist das eine bestimmte Berufsgruppe, Altersgruppe oder so, oder würdest du sagen, nö, das hat damit nichts zu tun? Würde ich sagen, hat damit nichts zu tun. Oder Altersgruppe von ja, eher von jungen Menschen, die irgendwie von uns irgendwie erfahren haben. Mhm. Okay. Jetzt sehe ich online, Max, dass ihr jede Menge Stellen ausgeschrieben habt. Also ihr habt echt was vor. Ich glaube, bisher hast du so ungefähr zehnmal das Wort skalieren gesagt. Und ich würde sagen, das spiegelt sich in den Stellenausschreibungen. Und in einem Interview habe ich gelesen, dass du sagst, das Ziel, 10 Units, also doppelt so viele Lokale wie aktuell, ist Wachstum unabdingbarer Teil eures Konzepts oder könntet ihr auch ohne den Gedanken an Skalierung, an gucken wir doch mal, wie das in mittelgroßen Städten ist und so leben, überleben? Das wären jetzt zwei verschiedene Themen. Also überleben würde ich gerne mit Ja beantworten. Also wenn man im Vergleich sieht, vielleicht Berliner Software-Modellen, nicht so eine kritische Größe oder eine Marktposition. Wichtig dafür ist, damit das Konzept langfristig profitabel ist und somit bleiben kann. Das ist bei uns in der Gastronomie schon anders, weil das wir da später eben nicht dieselben kleinen Effekte hin, die wir dann meine Kosten wieder decken. Das heißt, profitabel arbeiten wir und dadurch ist sozusagen auch das Überleben in der jetzigen Phase gesichert.
ob ich damit leben kann oder wir als Unternehmen waren natürlich schon von vornherein unser Ziel, dass wir es eben schaffen, uns zu vergrößern. Und das macht uns auf jeden Tag weiter Spaß. Und am Ende des Tages muss man natürlich, aber das ist ja wahrscheinlich bei jeder Organisation schon, natürlich das gesunde Maß an Wachstum finden. Das ist auch in der Gastronomie einfach natürlich wegen der Flächen ein Thema, was auch wirklich das Anfangste ist. Aber deswegen glaube ich, dass wir da wirklich mit einer guten Weg finden haben. Nun haben wir alle ja hier schon Sachen erlebt und auch schon besprochen, die sehr schnell da waren. Warum denn nicht groß und sichtbar und dann auch genauso schnell der Konzept? Ich habe ja vorhin schon mal die Systemgastronomie des Grauens angesprochen, da Piano. Die machen ja auch gerade nicht so super Schlagzeilen mit ihrem Konzept. Wie versuchst du dich dann darauf einzustellen, dass dieser Markt so in Bewegung ist und so volatil, dass du eher versuchen musst, dein Konzept immer wieder anzupassen, neu zu justieren, damit es halt vielleicht nicht 3 Jahre gut läuft oder 5, sondern 10 oder 15 oder 20? Das verstehe ich absolut. Die Frage, also grundsätzlich würde ich mal sagen, ist meine Auffassung schon, dass die Leute schon gerade zu Essens- und Restaurantmarken schon langfristige Beziehungen aufbauen. Man guckt sich einen Blockhaus zum Beispiel an oder auch McDonalds kann man halten von was man will, aber wenn es natürlich so gut sein ist, immer ihre Kunden bei sich zu halten und neu zu gewinnen. Man muss das natürlich ein bisschen differenzierter sein. Ich denke, Vapiano hat sich einfach mit den Wörtern dann überhoben, Flächen unterschrieben, wo klar war, dass wir hier wirklich viele Erfolgschancen bekommen. Und deswegen stecken wir jetzt in der Zeit Konsolidierungsphase. Am Ende des Tages gibt es Vapiano und Customer Hubs an etc. Die haben Flächen, die sind so profitabel, funktionieren als Organisation. Das dürfen wir jetzt auch 2, 3 Jahre aufbauen, bis wir wieder da sind. Und dann denke ich, wird es auch wieder zu ähnlichem Erfolg holen, wenn sie sich jetzt bis dahin wirklich dann eine Restrukturierung an die Kunden verkauft haben. Da mag ich mir jetzt natürlich beunruhigend, ich denke gerade in der Gastronomie, ist es von Feld für den Service und den Produkt. Und da muss man natürlich jeden Tag wirklich daran arbeiten, dass du dann auch lieferst, weil ansonsten, wenn du das vergisst, dann ist dann relativ Bei euch wäre die auch ganz wichtig, dass ihr viele Stellenausschreibungen habt, europaweit und auch Nordamerika. Es zeigt aber auch auf eurer Seite, dass euch alle vereint sei, der Wunsch, unser Konsumverhalten neu zu erfinden. Ganz am Anfang, ich habe in der ersten Antwort, hast du auch schon mal über den Konsum gesprochen. Aber dieses neu zu erfindende Konsumverhalten steht jetzt nicht im Gegensatz zu Umsatz und Wachstum. Das sind für euch nicht Worte, wo ihr sagt, wollen wir irgendwie eher nichts mit zu tun haben, oder? Also wir nutzen natürlich ein wirtschaftliches System, wir sind eine ganz normale Company, aber wir haben uns eben auch gedacht, warum sollte man die Wirtschaft immer nur denen überlassen, die eventuell nicht so gute Sachen machen wollen. Und insofern sind wir im Social Impact Business, sprich alles, was wir machen, kümmert sich um ein gesellschaftliches Problem. Und genau, da wollen wir natürlich so viel wie möglich wachsen, um dieses Problem auf der ganzen Welt zu bekämpfen, auch in Deutschland, in allen Städten zu bekämpfen. Wir sind mittlerweile in 900 Städten in Deutschland. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wir sind auch super hochskalierbar, deswegen auch zu vielen Stellen. Aber ganz grundsätzlich geht es uns nicht darum, den Umsatz zu machen, sondern das ist quasi den Titel, das wir nutzen, um dahin zu kommen, dass wir einen sozialen Impact haben. Mhm. Wie skalierbar seid ihr mit Colima 2? Ja, du hast ja geschildert, wie es erstmal nicht funktioniert hat in der Übernahme der Konzepte, die die großen Tanker aufgelegt haben. Ich glaube, da kann jeder ein bisschen in der Runde aus dem Abteil erstmal. Und dann fiel es erstmal uns stark auf kleinere Märkte und kleinere Regionen zu beschränken. Wollen aber dazu mit unserem Konzept, dass allgemein durchzubar ist, zum Beispiel der Standort nicht unbedingt von uns, sondern eben von anderen Gruppen und Kollektiven. Und eben arbeiten wir mit Kollektiven zusammen auch international, wie zum Beispiel so Couchsurfing und Frankreich. Jetzt habe ich aber vom Stefano eine Aussage gelesen in einem Interview, da sagt er, ich wünsche mir, dass das Projekt sozial und ökologisch durchsteht und ästhetisch interessant sein und eine gewisse kulturelle Tiefe besitzen wird. Habe ich mich gefragt, ist das die nette Umschreibung von wir wollen aufwachsen? Würde ich sagen, muss nicht so sein. Also, das ist auch nichts, was
was du in den Top 3 eurer Ziele irgendwie so verankert sehen würdest. Wirtschaftlicher Erfolg, großer wirtschaftlicher Erfolg. Wirtschaftlicher Erfolg, ja, Wachstum auf jeden Fall nicht in dem Maßstab. Und auch wirtschaftlicher Erfolg, der steht für uns im Vordergrund, dass wir davon leben können, von unserer Arbeit. Mhm. Und was verdient ihr denn pro Fuhre, also an meinem Cheeseburger? Wobei, den würdet ihr mir schon gar nicht bringen, weil der den Mindestbestellwert nicht erfüllt. Und du kannst ja mit mir ganz besonders von mir bestellen, das ist ein Lernkonzept. Also, wie viele Cheeseburger müsst ihr bestellen, damit ihr kommt? Also, wir haben gerade als Mindestbestellwert für seinen Support-Bestellung, haben wir 20 Euro. Und für Cash haben wir 60 Euro. Plus jeweils 5 Euro Liefergebühr und dann kommen wir einen Teil, was weiß ich, 25%. Das gibt euch der Gastronom und die 5 Euro kriegt ihr komplett pro Fuhre. Okay, und rechnet sich das? Also kann man davon leben oder muss man dann schon begeisterter Radfahrer sein und denken, ist mein Hobby und ich krieg auch noch ein paar Kopeten? Also, das Konzept allgemein ist umsetzbar und möglich. Wie gesagt, mit dem, wir sind noch nicht mal gestartet. Dass er jetzt irgendwann Freitag passieren wird. Das heißt, ja, ab dann können wir die Frage wirklich beantworten. Nach unseren Rechnungen und Überlegungen sollte das funktionieren. Habt ihr noch eine Frage? Ich will euch nicht zwingen, aber auch nicht, dass ihr hinterher denkt, ach, Scheiße, jetzt bin ich doch mit meiner Sache losgeworden. Magst du nach vorne kommen? Herzlich willkommen. Und super ist es natürlich immer, wenn ihr euch oder wenn du dich vorstellst und wir wissen, aus welchem Kosmos du in etwas sprichst. Hallo, mein Name ist mein Name ist Monika. Ich habe eine Frage über Cook to Go. Also ich habe die App schon länger auf meinem Handy. Und was ich mich immer frage, ist, wie weiß jemand in der Spiel, was es gibt oder wie viel es davon gibt. Ja, also das hatte ich vorhin was jetzt angeschnitten. Das ist ein Schätzwert. Also jeder Restaurant weiß, was sie am Ende des Tages ungefähr übrig haben, was am Ende des Tages normalerweise in der Mitte landen würde. Und das ist das, was wir standardmäßig auf das Profil schreiben. Und wenn sich das dann ändert im Laufe des Tages, wenn jetzt eine Geburtstagsfeier vorbeikommt und die essen alles auf, dann kann der Gastronom das ganz einfach nach unten stellen auf Null und dann ist das auch nicht mehr mehr zu sehen. Aber wenn jetzt Monika schon die Brötchen-Tüte bestellt hat, gleich morgens für abends um 6:30, dann bekommt sie eine Benachrichtigung und da steht dann drin, heute ist nichts mehr zu retten in dem Laden. Und im Prinzip, wenn man hinter diesem Konzept steht, dann freut man sich natürlich auch, dass in dem Laden nichts verschwendet wurde und man hat natürlich auch noch eine sehr große Auswahl an anderen Läden, in denen man dann stattdessen essen kann. Können Allergien und Essenspräferenzen einstellen? Allergien kann man nicht in der Form einstellen. Wir sagen das immer im Vorhinein. Habt ihr eine Allergie, dann achtet bitte darauf, dass ihr das vorher abcheckt. Das kann man nicht in der Form machen, weil unsere Tüten ja Überraschungstüten sind. Sprich, da kann natürlich auch was drin sein mit Erdnuss drin. Und wenn man eine Erdnussallergie hat, dann muss man eben vorher informieren. Das ist das, was wir da draufschreiben. Das ist genau mit unserem Überraschungskonzept nicht so gut umsetzbar. Wir haben eine Essenspräferenz. Vorfilteroption, da kann man sich dann manchmal anstellen, wie man die Karte zu bestellen. Wie sind denn deine Erfahrungen? Vielleicht bist du etwas zu verfolgt. Was warst du jetzt von deiner? Was holst du dir denn so? Ich habe noch nie was geholt. Ah, bitte. Also ich habe ich hab die App runtergeladen, dann habe ich sie gelöscht, dann habe ich wieder eine Werbung gesehen, dann habe ich sie wieder runtergeladen, habe sie mir wieder angeschaut und ich bin irgendwie zu dem Entschluss gekommen, weil eben vegan und auf Bohnen allergisch ist es für mich irgendwie ein bisschen unbrauchbar. Ja, das ist halt so, oder ich habe einfach das Gefühl, ich weiß nicht, also ich habe die App jetzt wieder aufgemacht, habe sie wieder angeschaut und habe mir wieder gedacht, ich weiß nicht so ganz, wie ich damit. Das war ein spezieller Fall, jetzt bei der ist nicht reguläre Durchschnittskundenkunden. Aber ganz grundsätzlich, also ich esse zum Beispiel auch vegetarisch. Ich würde jetzt nicht mehr beim Schnitzelhaus was bestellen, aber wenn ich jetzt zur Bäckerei oder zum Supermarkt oder beim Inder um die Ecke, wo ich dann noch dazu sage, bitte gerne heute die vegetarische Option was bestellen, dann funktioniert das eigentlich wunderbar und wir verfeilen dann auch immer noch alle unsere Filter. Also da sind wir auf jeden Fall jeden Tag dabei, dass die App für alle so eindeutig sind. Ich habe noch eine andere Frage und die hat mehr mit diesem Zero-Waste-Konzept zu tun. Also ich weiß, es gibt seit neuestem, oder sie versuchen es zu starten, Vanilla Lunch.
und Vanilla Land sind wiederverwendbare Boxen, wo mit ganz spezifischen Unternehmen gearbeitet wird und wo man eben diese Boxen wieder zurückgibt. Also Vanilla Land spielt diese Boxen. Die machen die Infrastruktur, wie die Recap sozusagen. Theoretisch sind Foodora in weißen Staaten mit Markt, also mit größeren Catering-Bestellungen, mit Unternehmen, die fix eine Abnahme haben, die normalerweise eben aus einfach nur Box, also normale Boxen bestellen würden. Aber sie machen das so, dass sie dass sie das Geschirr wieder abholen und sauber machen und dann eben wieder ausliefern, ob das machbar ist in der Gastronomie, das auch wirklich so umzusetzen und richtig. Tatsächlich eine Frage, die ich auch an euch alle drei inzwischen da reinigungsform habe. Wie haltet ihr das? Also wir haben, also ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr so mit dem Erfolg der Grünen bei der Europawahl haben wir wirklich gemerkt, dass es gerade bei unseren Kunden wirklich extrem gegen Verpackung ging, was für uns jetzt absolut passt, weil gefällt uns jetzt auch nicht so richtig. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres testen, wir sind Reusable Bowl System, also wenn ich die Recap, die Bowl eben als Pfandsystem, damit es natürlich in die Prozesse geht, weil ich natürlich in meine Bowl reinkomme und dann in der Winter eine Kasse, das gleich hinten mehr angerichtet wird. Das ist operativ ein bisschen schwierig, wir rollen das jetzt auch auf die anderen Läden aus. Um ehrlich zu sein, ich kann es so nicht zu 100% beantworten, wie es wirklich funktionieren wird, wie es von den Kunden wirklich angenommen wird, weil es ist ja manchmal sogar eine nachhaltige Lösung, also aus meiner privaten Erfahrung, dass man natürlich das für den Kunden, der seine Bowl natürlich immer dann dabei haben muss, um sie wieder einzutauschen und vielleicht hat er gerade nicht geplant, genauso wie das Restaurant, was natürlich dann auch gucken muss, okay, wie kriegt die mal so besser an. Vielleicht nicht das Einfachste. Ich würde mir trotzdem wünschen, dass es bei uns eine Lösung wird, wo wir, sag ich mal, jetzt über die nächsten 12, 24 Monate vielleicht 50% der To-Go-Bestellungen darüber abwickeln. Also B2B-Bereich, Bankcatering, also. Wir merken schon, dass die Kunden mal wirklich einen Lust drauf haben, die Bestellung zwar nicht sehr abprobieren, die es dann am Ende wahrscheinlich erst auf die Anspielung ist, oder die dann so irgendwie. Ich würde dich jetzt nochmal fragen, wie dieses Prinzip gedacht ist. Du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, ich bringe meinen Max quasi mit. Ne? Das würde natürlich nie funktionieren zu Hause, hätte ich 30 von den Dingern stehen und mittags würde ich immer denken, oh du auch. So und würde den 31. gegen 20 bei euch auslösen. Ne? Wie ist das, was du gesagt hast, gemeint? Holt dann bei mir am Ende jemand, der das nicht gerade verstanden, diese Bowl ab? Das würde ja wieder einen enormen Traffic auf der Straße erzeugen. Das wäre also die machen sich Firmen. Sie machen es mit, also ich weiß, sie machen das mit Firmen, wo die Firmen das Geschirr einfach am Ende des Tages nicht wegschmeißen, sondern einfach, es wird dann auch noch geholt von den Fragen. Und wenn es größere Bestellungen sind, kann das schon durchaus funktionieren, glaube ich. Also für die Privatperson, ich weiß es nicht. Ja, ich habe damals mit einem Restaurant zusammengearbeitet und war eben auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen, habe sie so gefunden, habe sie angesprochen. Und es hat sich aber nicht ergeben, weil dieses Geschirr auch tatsächlich mehr verfolgt ist, mit meinem Business. Also ich habe mit der Vintage zu tun gehabt und Vintage hat Burger. Und mit Burgers und Thomas wird einfach gematcht in diesen Bowls. Deswegen hat es sich nicht ergeben. Mhm. Aber ich habe einfach damals wirklich so nachhaltige Lösungen gesucht, die kann ich mir erzählen. Wie ist das bei euch, Franziska? Klar, das Brötchen kriege ich in der Brötchentüte gereicht und wenn ich ein super Vorbild ist, dann habe ich sogar noch meine Waffeltasche dabei, dann kann ich mir das aufhören. Aber wenn ich mir Sushi hole, wenn ich mir Nudeln oder Reis oder so hole, wird es dann auch in den 0815 Styropor oder Pappbehältern sein, oder? Also wir versuchen unsere Läden dazu zu ermutigen, dass unsere Kunden und Kundinnen ihre eigene Verpackung mitbringen können, damit die sich einfach, wenn das jetzt ein Befehl ist, wieder mit reinziehen können oder dann eben das reinziehen wird. Und das klappt eigentlich auch ziemlich gut. Für die Läden, die das nicht möchten, bieten wir eine eine biologisch abbaubare Packung von uns beziehen können. Und genau, wir haben damit eigentlich eine ganz gute Erfolgsquote. Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns eigentlich konstant beschäftigen. Wie schaffen wir das, dass wir diese To-Go-Portion jetzt nicht irgendwie noch mehr Verpackungsmüll verursachen? Und das ist jetzt so unser Weg, den wir gewählt haben, aber auch gerade solche Pfandsysteme und so, da schauen wir auch ganz genau drauf, weil das eben auch ein ganz interessanter Punkt ist. Wir müssen eben nur dafür sorgen, dass das wirklich dann auch umgesetzt wird und dass die Kunden und Kunden das dann wirklich annehmen. Okay, das am Hunde leuchtet mir ja ein. Ich kann von zu Hause was mitbringen. Ich weiß ja, ich gehe jetzt
in das und das Lokal und hol mir was, insofern kein Problem. Aber du sagst, ihr bietet dann auch biologisch abbaubare Verpackungen an. Ich habe mir angeguckt, wer da euch mitmacht und das sind teilweise große Hotels, also große Hotelketten, die Nordsee und so. Also wirklich große Läden, die haben doch keine Lust, sich dann von euch noch ein Verpackungselement hinstellen zu lassen. Also sie müssen es natürlich nicht von uns nehmen, wir bieten das an, weil wir eben auch erklären, dass unser Gesamtkonzept ist, ne, es lebt mit Verpflegung hängt mit der Umwelt zusammen. Deshalb unter anderem ist der Verpackung ein Teil davon, dass sehr viel CO2 produziert wird durch Lebensmittelproduktion generell. Und versuchen so natürlich jeden Laden auf diese Art mitzunehmen. Gerade bei Hotels ist es wirklich so, dass sie normalerweise keine eigene Verpackung haben. Entsprechend sind die ganz froh, wenn wir ihnen eine Verpackung anbieten, die dann, wenn sie auch noch biologisch aufbewahrt ist, natürlich auch besser für die Umwelt ist. Und klar gibt es immer noch Läden, die sagen, nee, wir wollen unsere eigenen Verpackungen nehmen. Aber wir sehen da auf jeden Fall einen Trend, dass das nirgends mitnehmen. Wie ist das bei euch? Also ich weiß, ihr habt ja, ich habe es mir ausgesehen, drei Läden in Schöneberg, mit denen ihr kooperiert, 7 in Friedrichshain und 6 in Wolfsberg oder so ungefähr. Ne? Also, danke sehr. Das heißt, ihr sucht euch ja plus minus aus, mit wem ihr kooperiert. Ne? Das ist vermutlich mal eure Liste, die ihr da abfahrt oder anbietet. Ist das für euch ein Kriterium, wie die Leute ihre Sachen verpacken, ob sie die verpacken? Ich meine, wir sehen uns für euch oder irgendwie kommen ganz für uns und fragen, wir würden gerne mit euch super nicht kommen. Es war bis jetzt für uns kein Kriterium wirklich, aber eins unserer Ziele, könntest du irgendwie schon gelesen haben, ich weiß nicht mehr, ist es auch von einer Verpackung wegzukommen, in den nächsten Monaten erstmal mehrere Plastikboxen zu etablieren und auch zu lange sind dann das Edelstahl-Verpackung zu geben. Mhm. Teuer, oder? Also ich meine, wir müssen den ordentlichen Pfand erheben, damit sie zurückkommt. Genau, und deswegen machen wir eben auch nicht Abfall, sondern nur auf irgendwie Monate bis nächste Jahre rein, auf lange Sicht, weil wir das Geld dafür nicht haben und uns das bis jetzt auch niemand geben will. Und wir dachten, wir starten erstmal in das kann dann das wir haben zu den großen Fridays for Future, das mit den Streitkommunikern, haben wir so eine Aktion schon gemacht und sind zu den Kunden vorher hingegangen, haben ihre Verpackung abgeholt und ihnen dann daran die Öffnung gebracht. So rechnet sich das natürlich nicht, weil wir ihnen zu zeigen, dass es möglich ist. Und wir haben auch gesehen, dass viele Kunden da einen Interesse daran haben, weil es einmal Essenslieferungen in Riesenberg an verschiedenen Notfallen. Und ja. Okay, jetzt haben wir kurz vor Schluss noch einen Gast. Willkommen. Also, ich nenne mein Name erstmal. Ich habe mit der Lebensmittelindustrie und Essensgeschichte nie in Gesetz gekommen, dass ich erstmal selber koche. Also, die beiden, ich habe keine Zielgruppe für euch. Hier vorne, ich habe die App auch, I don't know, in Jahren, ich habe den Telefon, habe das jetzt aber noch nicht so viel genutzt, machen. Und die Frage, die darf ich putzen? Die war sehr interessant, weil ich das genauso eben verfolgt habe mit den Verpackungen. Ich bin auf der einen Seite wirklich dafür sorgen, dass Lebensmittel nicht verbrannt werden, ne? Und dann sind sie dahin. Und dann sind sie Sachen, obwohl ich meine Fragen ja mitnehme. Ich gerade schon, ich weiß ganz genau, was dahin geht. Und dann nehme ich mir irgendwas mit. Ne? Und wenn die sagen, okay, also ich weiß genau, was da im Übrigen bleibt, ob das eine Gruppe ist oder was, egal, ich bin super, ich habe schon gesehen. Und dann ist es aber ein Angst, wo ich eigentlich sage, okay, das weiß ich, das kann ich bei dir sagen, weil die Frage ist, der kompliziert das von euch dann eigentlich, ne? ob das denn den Wünschen und dem Ideal dann eben so entspricht, wie ihr vereinbart habt, mit denen zu handeln, auch die dann teilweise eben auch die ganze Mühe zu machen und dann Boxen zu nehmen, ja, der Betrieb des Unternehmens verpackt ist. Wir springen in, keine Ahnung, der bedarfen letzten Portion, oder dass man noch weiterhin muss, aber dann irgendwie, weil ich gerade in Bäckerei, so bei den Banken, dann steht das da schon, ne, aber das ist ja nicht schlimm, wenn das da immer so liegt, und dann würde ich schon gedacht darüber, und dann habe ich jetzt einen. Als Seite auch, ich meine, das ist ja das Problem, weil ich mit dem Geld oder generell der Gastronomie, wo die Sachen schon am System sind, das einfach, und dann wird das erste politische Zeug, das auch die Einheitsgeschichte so ein bisschen, da muss man was irgendwie letztendlich, wer das eingeht. Also, du würdest dir wünschen, to good to go macht Druck statt
zu empfehlen. Das ist also, ja, in der Situation ist richtig. Also es macht ja keinen welchen Sinn macht das. Ne? Also, als Bäcker, die Kinder sowieso wohl eigentlich fast eine Viertelstunde vor Betriebsschluss oder sowas, wo ich gesagt habe. So, und dann ist es ja in Ordnung, wenn sie da liegen und dann muss ja keiner in der Ecke sitzen. Dann sind sowieso nur 30 vor so. Die Kritiker eben noch angebracht. Also das ist, glaube ich, nicht das Problem. Bei der anderen Geschichte meine ich, dass es sowohl schon wichtig ist, dafür zu sorgen, dass man als Mensch die Möglichkeit hat, selber zu entscheiden, ob ich Dinge esse oder trinke oder nicht. Aber die hast du ja durchaus. Ja, der Gastronom das nicht in deine Tupperdose reinschaufeln will. Es würde ja funktionieren, wenn die Sachen im Gefühl stehen und die kommen wieder zurück und werden irgendwo hingestellt. Das ist ja aber nicht erlaubt. Also, die müssen irgendwie wieder zurück. Und dann, das ist einfach, was ich nicht ganz verstehe, weil es ist total egal, ob die dann wieder zurück in die Küche gehen und dann irgendwie woanders hin. Also, dann versuche ich mal, das Max draus zu machen, vielleicht für Max. Weil Franziska würde ich sagen, ist da verhältnismäßig gut raus, es sei denn, du willst drauf eingehen. Auf die Frage, könnt ihr ein bisschen Druck erhöhen oder könnt ihr dann nicht mehr fordern, kontrollieren und nachhalten? Aber jetzt kann man ja. Also, grundsätzlich sind wir natürlich nicht jemand, der Vorschriften machen kann in einem Laden. Wir können alles machen, ist Beratung und Konsequenzen aufzeigen von dem, was passiert. Und ganz deiner Meinung natürlich, wir empfinden das auch so, dass Sachen auch am Ende des Tages einmal in die mitgebrachte Box oder Tüte gepackt werden können. Deswegen empfehlen wir das auch, auf diese Art zu machen. Aber das ist natürlich leider quasi immer noch die Entscheidung von jedem Laden selbst. Und es ist ja auch richtig so, was wir natürlich schön fänden, wäre, wenn Sachen wie Hygienevorschriften für eigene mitgebrachte Aufbewahrungsboxen sich ein bisschen lockern würden, sodass die Läden nicht unglaublich Angst hätten, Sachen in die Theke zu nehmen. Manche wollen das gerne und sagen, aber nein, wir haben da Angst. Und eine Maus mitbringen. Es ist ein Graubereich, man darf das tatsächlich machen mit den Verpackungen, aber es herrscht auch sehr viel Unkenntnisse mit darüber, was man denn tatsächlich machen darf. Also bevor du dann noch deine Frage an Franziska stellst, würde ich aber trotzdem das auch gerne nochmal gut spielen, weil ich bei Julian rausgehört habe, ein bisschen mehr Druck statt laissez-faire, macht doch wie ihr denkt und so. Wäre ganz gut, könntet ihr nicht auch sagen, ja klar, kannst du dir die Bowl mitnehmen und den Burnout, aber dann eben mit so einem blöden und praktischen Pfandsystem. Ja, das könnte man natürlich machen. Ich denke, so wie wir das Konzept halten, da verstehe ich auch wirklich hinter, ist, dass wir diese Option fassen und anbieten und auch denen dafür Chance geben und pushen und dann natürlich mit unseren Kunden zusammen auch wirklich daran arbeiten. Dass es eine Option ist, dass wir sozusagen Druck zu machen und sagen, ab heute geht es nicht mehr ringsherum. Ich glaube, hilft uns jetzt im ersten Schritt nicht weiter, als Konzept daran sozusagen sehr viel Lösung und langfristig zu gehen. Aber ich glaube da nicht dran, dass das mit der Rest dann zu tun hat. Okay, dann hast du da noch eine Frage an die Sache ist, also, ich dachte, das ist aktivieren, ne? Wie kriegt ihr das denn? Die Unternehmen, die bei euch mitmachen. Weil jetzt, wenn ich nochmal auf diese Referenz zurückkomme, dann ist da nicht unbedingt so, dass die Tafeln nutzen. Ne? Also, das ist dann wirklich so, dass die Idee ist. Wenn man da eine Fotofilm, wo es in der Bäckerei ein gutes Bild auch hat, also für die 2.11 oder sowas, da hat man auch gemerkt, dass man eine fixe Zeit hat und dann ist da irgendwie ein Ding, wenn man dann ein Ding, dann kann man auch in dieser Fotostunde sich nicht abgeben, also da machen wir Wahnsinn. Und dann sagt die nächste Mal, dass dann das muss ich jetzt aufräumen und dann kann man das jetzt weg. So, und das ist ja eigentlich auch ein bisschen merkwürdig. Ne? Also, warum oder wie die kommt, dass die von den Tafeln gleich das wissen, weiß ich jetzt nicht, ne? Oder die macht einfach eine bessere, die Strategie oder die richtigen Aktivieren und gut, was die Leute haben. Also grundsätzlich ist es so, ich glaube nicht, dass irgendwie irgendein Restaurant in Deutschland nichts von den Tafeln weiß, die gibt es seit 25, 26 Jahren und das ist auch genau richtig so, das gilt auch immer das Tafel-First-Prinzip bei uns. Wir haben natürlich, für unser Konzept haben wir einen großen Teil unseres Teams, der in ganz Deutschland Läden aktiv anspricht und sagt, es gibt hier eine Option, habt ihr noch Essen, das ihr am Ende des Tages normalerweise entsorgen würdet und dann bieten wir eben unser Konzept als Lösung an und genau, das ist von
Namen sind auch natürlich unterschiedlich, aber das sind meistens nicht jetzt unbedingt die Läden, die schon abgedeckt sind, sondern es geht wirklich um die Läden, die jeden Abend wegschmeißen und keine andere Option haben, das auf irgendeine Weise noch aneinander in die Kreuze bringen. Wie akquiriert ihr denn? Also ist jedes Lokal, jede Bäckerei, jedes Café potenziell bei euch auf der App zu finden, wenn es das will? Oder gibt es auch welche, wo ihr sagt, oh nee, die Produkte finden wir irgendwie oll und da ist der Inhaber so blöd und so und so. Das Geschäftsmodell, die finden nicht. Das wäre tatsächlich nicht so förderlich. Uns geht es wirklich darum, Lebensmittel zu retten und da schließen wir auch keinen Laden aus. Jeder Laden, der am Ende des Tages normalerweise Essen und sorgen würde, kann bei uns mitmachen und sollte bei uns mitmachen. Jetzt muss ich leider, es gibt noch Getränke und vielleicht auch noch was zu essen. Sprichwort, dann könnt ihr das gleich noch vertiefen. Ich würde tatsächlich euch drei gerne noch eine Abschlussfrage stellen, sonst wäre ich nachher aufgefunden. Nämlich, also gut, wir haben ja vorhin schon drüber geredet, auf dem Markt ist viel los, man muss gucken, dass man so die richtigen Anpassungen vornimmt und nicht vielleicht ganz schnell als Kino dasteht. Trotzdem nochmal nach vorne gedacht, also sagen wir 10 Jahre nach vorne gedacht. Was denkt ihr, wie gehen wir 2030 essen und wo und wie kaufen wir unsere Lebensmittel? Was magst du anfangen? Also für also was wir natürlich wollen, ist, dass die Lebensmittelverschwendung drastisch reduziert ist. Am allerbesten wäre es, wenn es nicht mehr geben würde oder müsste, wenn wirklich das Lebensmittelsystem so gut funktionieren würde, dass am Ende des Tages nicht mehr entsorgt werden muss. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist natürlich unser großer Wunsch, dass wir überall in allen Läden zumindest als Option im Kopf da sind, dass es eine Alternative dazu gibt, Essen mitzuschmeißen. Ja, aber trotzdem, du redest jetzt natürlich sehr von deiner Plattform aus, aber doch die Frage nochmal allgemeiner und breiter geguckt. Wir haben jetzt über Lokale geredet, wir haben über Lebensmittelverschwendung geredet, wir haben über Kurierdienste geredet. Was erwartest du beispielsweise von einem Supermarkt 2030? Oder gibt es den gar nicht mehr, weil wir super passgenau uns das Zeug nach Hause bringen müssen? Ich muss sagen, es ist jetzt nicht mein alltägliches Thema, wie das die Lebensmittelwirtschaft so im Allgemeinen funktionieren wird. Was wir hoffen und womit wir auch unser Unternehmen ausgeweitet haben, ist natürlich, dass wir nicht nur mit der App arbeiten, sondern wirklich auch grundsätzlich uns darum kümmern, dass das Lebensmittelsystem sich ändert, sodass wir ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Und das fängt bei der Lebensmittelverschwendung an, geht aber auch über alles andere, also den Anbau und die Supermärkte, wie regional können wir sein, wie saisonal. Und wenn wir nachhaltig agieren wollen, dann muss es auf jeden Fall in die Richtung gehen, weil sonst sind unsere Böden irgendwann ausgestopft und dann gibt es gar keine Lebensmittel mehr und dann haben wir gleich ein Essen. Also dann frage ich euch bei dir so ein bisschen zugespitzer auf deinen Job. Gibt es in 10 Jahren noch den Fahrradkurier oder kommt dann die Drohne oder keine Ahnung mehr, humanoide Roboter, wo ich dann meinen Tuch bekomme? Da bin ich mir echt nicht sicher. Also ich hoffe mal, es gibt noch, aber so wie die Entwicklungen jetzt sind, kann ich mir da echt nicht sicher sein. Und ich werde wahrscheinlich bald im Bahnhof gefangen. So wie die Entwicklung und Test von Amazon und so gerade das Drohnenbegriff im Moment laufen. Lebensmittel allgemein betrifft, wäre natürlich meine Wunschvorstellung irgendwie, dass unsere Lebensmittel regional und ökologisch und so weiter bezogen werden. Der Trend, den ich selber beobachten kann, ist leider nicht so, dass er mit wirklicher Funktion stimmt. Das war eine Plattform mit Daniel und so weiter betrifft, würde er genau in die Entwicklung der Zinsen verschließen. Okay, also du hast gute Wünsche, aber keine hoffnungsfrohen Erwartungen. Was ist es bei dir? Wie gehen wir, was dann bei dir, wie gehen wir essen 2030? Oder keine Ahnung, vielleicht hast du auch schon darüber nachgedacht, wie gehen wir, oder gehen wir einkaufen 2030? Also ich würde mir natürlich wünschen, dass alles, was wir jetzt, also erstmal spannend wird und dass es spannend bleibt. Ich denke, viele der Neuerungen, die jetzt kommen, sind ja von Kundenseite auch durchaus sinnig. In Teilen würde ich mir natürlich wünschen, dass es wahrscheinlich noch ein bisschen nachhaltiger ist. Grundsätzlich denke ich, dass wir in den nächsten 10 Jahren gerade so wahrscheinlich eine Fortsetzung der Trends sehen, die wir jetzt haben, sei es mehr Lieferdienste,
kleinere, komprimiertere Food Offerings, Supermärkte etc. von großen Discountern hin Services, die viel mehr personalisierter sind und abgestimmter, also keine großen Vollsortimentler oder keine All-Around-the-World-Buffets. Wie gesagt, wie nachhaltig das dann alles ist, ob es dann mit regionaler Küche alles ist oder auch wirklich vielleicht auch gleich die Mobilitätsprobleme der Großstädte, die wir angesprochen haben, zu lösen. Da denke ich schon, dass sich einiges definitiv verbessern wird, ob es da unsere Gleichstellung entspricht. Das war jetzt wahrscheinlich zu bezweifeln. Ich muss vor dem Tier verkaufen, dass 2030 in den 10 Jahren das ist komisch angehört. Und nein, aber ich bin immer optimistisch, was das angeht und denke, dass das sozusagen am Ende des Tages für den Kunden einfach immer noch spannender wird und noch besser. Also da will ich jetzt meine Verschlechterung ausgehen. Okay, finde ich total interessant, dass drei Leute, die ja aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Thema gucken, sich eigentlich gar nicht richtig getrauen, ein Szenario zu entwerfen, das nur eine Dekade umfasst. Das finde ich schon bemerkenswert, weil ich gucke dann tatsächlich von außen auf das Thema und eher ja aus unterschiedlichen Perspektiven doch eher von innen. Das würde ich gerne festhalten und bedanke mich bei euch für die Diskussion, fürs Kommen, für die Fragen aus dem Publikum. Wenn es weitere gibt, die ihr jetzt hier nicht vorstellen wolltet, es gibt Getränke und vielleicht auch noch irgendwas zu mummeln und dann könnt ihr weiterreden. Möchte ich aber noch was an Herz legen. Berlin, diese glückliche Stadt, hat ja einen ausgezeichneten Kulturkritiker hervorgebracht, der ziemlich viel Schlaues zu sagen hat zum Thema Online-Shoppen, Lieferdienst und auch Autotune. Und ich empfehle euch auf der Suchmaschine eures geringsten Misstrauens nach Film und Bestellen zu suchen. Da würde ich sagen, es ist wirklich langzeitgültiges Testverhalten, finde ich wirklich wahnsinnig toll. Und apropos Verkehr in der Stadt, wir haben das schon mehrfach heute angetippt. Nächsten Monat geht es da viel expliziter drum. Da geht es um E-Scooter und die dann mal mehr, mal weniger smarte Mobilität in den Städten. Und falls ihr ein Thema habt, wo ihr denkt, das treibt mich um und warum diskutieren die das nicht, ich wäre sogar eine gute Experte dafür, sehen hier überall Zettel, da könnt ihr das bitte sehr gerne festhalten, damit wir das dann hier auch beackern können. Macht reichlich Gebrauch davon, wäre noch mein Wunsch, damit ihr das stattfindet, was euch auch tatsächlich interessiert oder großer Wunsch im Leben weiter ist. Danke fürs Diskutieren, danke fürs Zuhören.